Wie geht's ihr denn? Hast du sie heute schon gesehen? Es geht ihr den Umständen entsprechend, danke. Sie wird doch aber heute Abend nicht auftreten, oder? Die nächsten Wochen übernimmt die Zweitbesetzung. Na, Ansgar? Ich vermisse deinen Kommentar über die Singdrossel, die es nicht schafft, ein Ei auszubrüten. Tja, wie du siehst, weiß ich, wann man sich besser zurückhält. Nimm dir ein Beispiel dran. Das hier muss als Mailanhang nach New York. Das geht zu Herrn Huang, aber an die Adresse in Kuala Lumpur. Und das sollte bis 17 Uhr bei Signore Vidal sein. Okay. Kim, wie geht's dir? Gut. Ich habe dir auf die Mailbox gesprochen. Nicht nur einmal. Ich würde jetzt gerne... Warte mal, hör mal, ich... Kim, ich weiß, wie du dich fühlst. Ach ja. Ja, du... Du hast dir bestimmt schon vorgestellt, wie es ist, Tante zu sein, nicht wahr? Ja. Ja, irgendwie schon. Hör zu, wenn es irgendwelche Sachen gibt, die, über die du sprechen möchtest, die deine Freundin vielleicht nicht verstehen. Naja, was du lieber mit mir, mit deinem Vater besprichst, dann ich bin da für dich. Also jederzeit. Ich muss weiter. Ich muss noch ein paar Sachen aus Tanjas Büro holen. Kim, warte mal. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich meine, beruflich. Hast du schon irgendwelche Pläne? Ja. Hör zu, auch wenn Tanja dich gefeuert hat, du hast natürlich jederzeit ein Recht auf einen Job hier. Schon, weil du eine Lahnstein bist. Ich habe ein Recht auf einen Job hier? Entschuldigung, du bist meine Tochter. Ach so. Und rein zufällig suchst du eine persönliche Assistentin? Nein, hör zu, so habe ich das gar nicht gemeint. Das wäre in unserem Fall auch ein ziemlich schlechter Plan, aber... Kim, schau dich mal um hier. Ich meine, hier gibt so viele Abteilungen, du findest garantiert irgendwas, wo du gerne arbeiten würdest. Lass mal. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, dir 10-mal am Tag Hallo sagen zu müssen. Einmal würde mir völlig reichen. Kim, denk einfach drüber nach, okay? Muss ich nicht. Hier, das sind meine Schlüssel. Die brauche ich ab heute nicht mehr. Ah, welch seltener Gast. Wollen Sie zu mir? Wieso sollte ich? Vielleicht, weil es bei einem gemeinsamen Kind immer Gesprächsbedarf gibt. Ich habe Kim übrigens gestern getroffen. Es ging ihr nicht gut. Ich glaube, sie suchte jemanden zum Reden. Sie kann mit ihrem Problem jederzeit zu uns kommen. Offensichtlich hat Kim diesen Eindruck gerade nicht. Ich habe nicht vor, das hier mit Ihnen zu diskutieren. Tja, warum sind Sie denn dann hier? Weil Sie Familienanschluss suchen? Auch wenn es vielleicht nicht gerade danach aussieht. Ich habe bereits eine Familie. Und Kim auch. Da haben Sie recht. Danach sieht es im Moment nicht aus. Thomas. Hätte ich mir ja denken können, dass du hier bist. Nur für eine Nacht. So wie damals? Also, du kannst nicht ernsthaft glauben, dass Ansgar und ich... Was ich glaube, spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe gesagt, kein Presserummel. So. Welches Geheimnis versuchst du der Welt denn diesmal vorzuenthalten? Willst du mal wieder eine Straftat deiner Kinder vertuschen? Nein. Und im Gegensatz zu dir bitten mich meine Kinder um Hilfe, wenn sie welche brauchen. Christian, jetzt warte doch mal. Es geht um Vater. Ich brauche da deine Hilfe. Die Presse hat irgendwie Wind davon bekommen, dass er Sozialstunden macht. Und ich wette, das war kein Zufall. Hast du schon einen konkreten Verdacht? Allerdings. Das ist ja noch erbärmlicher, als ich gehofft hatte. Daraus lässt sich auf jeden Fall was Hübsches machen. Das will ich doch auch hoffen. Schließlich bezahle ich auch gut dafür. Nicht schlecht. Nur das wird eine hübsche Story. Über Heuchelei und über den Versuch, die freie Presse zu missbrauchen. Das Image aufzupolieren. Aber ich lasse mich nicht missbrauchen. Nein, gut bezahlen. Was für ein Interesse könnte Ansgar daran haben, Vater öffentlich bloßzustellen? Eigentlich hat er alles, was er wollte. Der Vorsitz im Gremium reicht ihm, aber nicht, merkst du das nicht?
Er versucht nacheinander, die anderen Gremiumsmitglieder zu diskreditieren und auszuboten. Denk doch mal an die Sache mit Hagen. Dem wollte er Doping anhängen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und er steckt tatsächlich hinter dieser Schmutzkampagne. Schon irgendeine Idee, wie du ihn aufhalten willst? Die Regenbogenpresse ist wohl eher dein Terrain. Was weißt du eigentlich über diesen Ricky Pflock? Ricky Pflock? Der Typ ist verantwortlich für Marlenes Unfall. Er hat sie in Paparazzo-Manier durch die halbe Stadt gejagt. Jetzt wird's langsam interessant. Ja. Ich habe mich zwar nie gefragt, wie es wohl ist, die Bettpfanne anderer Leute zu leeren, aber trotzdem nehme ich an, dass ich es gleich erfahren werde. Weißt du, Ansgar, ich erwarte nicht, dass du es verstehst, aber für mich war dieser Tag ein Geschenk. Na, wie schön. Dann habe ich ja gleich eine hervorragende Idee für deinen nächsten Geburtstag. Bin schon gespannt. Es gibt mehrere Zeugenaussagen, die übereinstimmend ihre Rolle bei dem Unfall beschreiben. Was wollen Sie? Es geht um den Artikel über mich. Ah. Positive Presse, was? Soll ich also zum Helden machen? Auf keinen Fall. Ja, aber mein Artikel ist bereits geschrieben und liegt der Redaktion schon vor. Das ist doch gut so. Und Sie sollten an dem Artikel auch kein Wort ändern. Schließlich sind Sie ja von Ansgar sehr gut dafür bezahlt worden. Was? Was wissen Sie? Genug, um Sie ins Gefängnis zu bringen. Ehrliche Reue oder Imagepflege? Zuletzt machte Graf Ludwig von Lahnstein Schlagzeilen, weil er die Fahrerflucht seiner Tochter vertuschte, bei der ein Mitglied der Familie zu Tode kam. Seit heute kann man ihn im St. Vinzenz beim Ableisten von Sozialstunden antreffen. Er hofft offenbar, damit sein ramponiertes Image in der Öffentlichkeit wieder aufzupolieren. Es bleibt freilich dahingestellt, ob er den Patienten mit einer ordentlichen Spende nicht besser hätte helfen können. Dafür ließ der Graf es sich nicht nehmen, die Vertreter der Presse an den Schauplatz seiner wohltätigen Arbeit zu bestellen und sich inmitten der wehrlosen Kranken ablichten zu lassen. Ansgar kann zufrieden sein. Ja, Pflock hat ganze Arbeit geleistet. Ab jetzt sind wir Ansgar immerhin einen Schritt voraus. Er hat keine Ahnung davon.